Wenn du einen Menschen im beruflichen Kontext suchst und den in keinem sozialen Netzwerk findest, was denkst du dir? Ja, das ist eine ganz einfache Antwort, die ich halt habe. Dann ist er einfach kein Digital Leader. Also er kann gerne Führerschaft haben, wo er auch möchte, und wichtig sein, wo er auch möchte, aber digital ist er nicht wichtig. Und da ich natürlich sehr digital getrieben bin, ist das halt für mich total relevant, ob er Digitales versteht. Und in der Zukunft wird es einer der Key-Faktoren auch sein bei der Berufsentscheidung. Ist man digital genug? Kann man in die digitale Transformation reinkommen mit diesem Mitarbeiter oder nicht? Und dementsprechend, doch, für mich ist es total wichtig. Wenn jemand nicht digital ist, ist er halt ein, man entweder ein Schläfer oder beziehungsweise jemand, der digital nicht versteht. Wenn ich mich beruflich bewerbe, ich sag's mal im weitesten Sinne im Dienstleistungssektor, kann ich das heute eigentlich noch machen ohne ein digitales Profil? Kommt immer darauf an, welche Branche. Wenn ich natürlich in der Holzbranche arbeite und Tische herstelle, ich glaube, da ist vielleicht digital nicht so wichtig, wobei ich das auch noch nicht mal glaube, weil es jetzt mittlerweile so viele Plattformen gibt, wo ich meine Tische individuell gestalten kann und da verdient man wohl am meisten Geld. Ist es in der Werbebranche oder in irgendwelchen Branchen, die halt halbwegs digital funktionieren, eigentlich kaum noch machbar. Also zumindest bei uns hat keiner eine Chance in unserer Company, der nicht digital aufgestellt ist. In keinster Weise, geht gar nicht. Und alle Freunde, die ich so frage, die sagen auch, also ein Kriterium ist wirklich halt, dass ich Social Media verstehe. Weil Social Media ist Marketing in der heutigen Zeit. Also Marketing wird durch Social Media ersetzt. Und das muss man heute beherrschen. Sage mir drei Kriterien, die für dich wichtig wären, wenn sich jemand digital bewirbt und seine Kompetenz darstellen will. Worum geht's? Gibt es Führerschein oder was sind die drei wichtigsten Aspekte dabei? Die beste Möglichkeit wäre, dass er selbst digital erfolgreich ist durch gute Follower, die man natürlich auch nachvollziehen kann, dass er gute Leute hat, die einem folgen. Die zweite perfekte Situation ist, dass die Person schon einen Blog hat, weil dann zeigt man halt schon ein bisschen digitale Kompetenz. Und die dritte Geschichte ist halt, wenn ich ihn bei Google eintippe, dass da irgendwas Vernünftiges rauskommt. Ja, wenn dann halt ich einen Namen bei Google eintippe und da kommt dann nur Jasni und Telefonbuch.de und Stay Friends, dann weiß ich, okay, die Person hat nichts verstanden. Und dann wäre das schon mal ziemlich schlecht.